Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Elasis, oder wie man es ausspricht. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr dabei seid auf ein Abenteuer durch den düsteren Wald. Begleitet mich auf ein Abenteuer, obwohl ich eigentlich gelesen habe, dass dieses Spiel nicht so spannend sein soll. Aber ich spiele es trotzdem. Eine Info vorweg: Dieses Let's Play kommt eventuell alle 2 Tage bis alle 3 Tage. Nicht jeden Tag. Ich habe leider einen geringen Upload. Das heißt, ich kann nicht so viele Videos hochladen am Tag. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich habe vorhin nochmal ganz kurz am Anfang reingeguckt, ob das Spiel läuft, wie die Atmosphäre ist. Und wir beginnen auch mal gleich. Ich muss kurz nur noch mein Handy gucken. Okay, bis halb. It was September of 1992 when I received a letter from my mother asking me to visit her at our hometown. In the letter, she told me that she wanted to see me and also mentioned that she wanted to talk to me about my father. That made me curious because my father had died before I was born, and mother rarely talked about him. I decided to travel at night to avoid traffic. After 3 hours of driving, I reached the country road, and I was getting pretty tired. It was dark outside, and I still had a long way to go. Passiert. Mein Auto ist hinüber. Ich muss zu Fuß weiter und Hilfe holen. Natürlich werde ich nicht alles vorlesen. Ihr könnt ja lesen. So. Es macht schon mal auf eine Art einen düsteren Eindruck. Was mich wundert, dass auf so einer Straße mitten im Wald Lampen sind. Ist doch Stromverschwendung. Drücke I für die Ausrüstung und J für das Tagebuch und F für die Taschenlampe. Die Taschenlampe hat eine Batterie, das heißt, wir können die nicht so oft verwenden. Immer wenn die Aufnahme startet, dann habe ich immer einen Kloß im Hals. können wir sprinten? Ja, wir können sprinten. Eigentlich spiele ich Horrorspiele nicht gerne, beziehungsweise so durch Wälder laufen oder so. Ich mag die irgendwie nicht. Ich bin ein bisschen schreckhaft. Oh, das ist schon eine gute Atmosphäre. Ob hier jemand rumschleicht? Wir wissen es nicht. Ein Brunnen. Das erinnert mich an Amnesia. So mit den Sachen aufnehmen und werfen. Würde mich nicht wundern, wenn das so aufgebaut ist. Dass wir mal flüchten müssen und uns verstecken müssen. Ah, die Schatten sind auch ganz schön gemacht. Super. Okay. Ich hoffe, du bist ein braves Hundi. Braves Hundi. Ein Dorf im Wald, was Strom hat. Naja, gibt's ja halt. Das ist ein altes Dorf. Vielleicht gibt es jemanden, den ich nach Hilfe fragen kann. Oh, da ist Licht drin. Oder? Das sah so aus. Verschlossen. Ich schätze, die sind alle verschlossen. Verschlossen, sag ich doch. Okay.
Taschenlampe würde ich nicht so oft anmachen, weil die ging vorhin ziemlich schnell leer. War das Schrott oder waren das meine? Ich hoffe, das waren meine. Verschlossen. 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 Mensch, anstatt du da nicht drüber springst. Also, wenn man es mal realistisch sieht. Aber ist ja halt ein Spiel. Es hat schon eine düstere Atmosphäre, muss ich ehrlich zugeben. Verschlossen. Oh. Sieht ja eigentlich nice aus. Oh. Was ist das? Oh. Oh, hell. Ich glaube, das kam vom Dorfeingang. Hoffentlich ist das keine Falle. Mann, mir klopft doch was. Das kommt von hier. Da. Oh, thank God you heard me. They locked me in. Please, help me get out. What happened? Where's the key? They took the key with them. As they were leaving, I heard one of them say to the other, "In vino veritas." I hope that makes sense to you. Who locked you in? And why? Just hurry, and I'll explain everything to you later. They could come back any moment now. Verdammt, die Batterien meiner Dings sind leer. Das bedeutet, die Wahrheit liegt im Wein. Die Wahrheit liegt im Wein. Es kann auch sein, dass das mit der Taschenlampe so gewollt ist. Weil er hat die ja angemacht und während des Gesprächs ist sie ausgegangen. Ich habe sie vorhin eigentlich so... Ich habe ja ein bisschen gespielt, also nur halt jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Hallo, können wir uns eigentlich zur Ecke neigen? Nein, können wir nicht. Verschlossen. Was ist das? Das ist so ein Stromzähler. Ein altes Dorf mit einem Stromzähler. Warum hängt denn der draußen? Ja, schon ein bisschen gruselig, wenn hier alles verschlossen ist. Aber hier, das würde bestimmt gut aussehen am Tage. Wenn man hier schon so schön Ausblick hat. Also grafisch sieht es eigentlich ganz klasse aus. Ah, jeder hat einen anderen Geschmack, aber mir gefällt's. Oh, da können wir reingucken. Okay. Na, ranzoomen oder so können wir nicht. Verschlossen. War ja nichts Neues. Das ist klares Wasser. So eine Gänge sind immer richtig beängstigend. Ich dachte, ich habe was gehört. Durch mein neues Headset höre ich die Töne richtig intensiv. Also ich könnte bei jedem ein bisschen richtig erschrocken werden. Von außen sogar verschlossen. Und hier hängt auch wieder ein Stromzähler. Okay. Oh. Oh. Hallo? Hallo? Okay. Kein Benzin drin, ich muss Benzin finden, um ihn zu benutzen. Okay. Flaschen gehen nicht kaputt. Ich hoffe, ihr seht noch was. Aber ich glaube, ich kann hier nichts machen. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Anscheinend müssen wir Benzin finden. Damit wir da unten Strom kriegen oder irgendwo, ich weiß nicht. Also das ist jetzt der einzige Weg. Entschuldigung. Oh. Würde mich nicht wundern, wenn man mal hier zurückgeht, zum Beispiel. Und da aus der Tür irgendwas raussprengt. Ich glaube, die sind alle verschlossen. Oh.
Nein. Ist das geil. Ist doch hier so eine Vespa oder wie die Dinger heißen, oder? Da scheint noch Benzin drin zu sein. Eine alte Vespa oder Vespa. Da scheint noch Benzin drin zu sein. Oh, so eine Dinger sind Nostalgie. Die sind richtig klasse. Ah, oh, Sammlerstück. Herrlich. Aber oh, das rostet schon. Müsste man neu lackieren. Ja, Leute. Das war mein erster Part von Elysis. Was da unten uns wohl erwartet, das erfahren wir halt nur in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe ganz, ganz dolle, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und vor allem eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Part. Euer Torbi.